Ja, hallo, grüß euch. Fensterkonzert Teil 247. Ja, wie geht's? Ich habe meine goldene Klobrille auf, die habe ich ja letztes Jahr gewonnen und heute wird wieder neu vergeben. Und da es ein Wanderpokal ist, werde ich es jetzt dann heruntergeben und zurückgeben, damit es wieder neu vergeben kann. Ja, wie steht's? Mir geht's prima. Ich komme gerade von einer Bartherapie, das ist ja heutzutage ganz wichtig, dass man sich therapieren lässt. Da bin ich an der Bar gesessen und habe Bier noch runtergetrunken. Das ist die Bartherapie, kann ich nur empfehlen. Ja, wisst ihr, was die letzte Woche war? Da war der 19. November und das ist nicht nur der internationale Männertag, Bartherapie, sondern auch der Welttoilettentag. Der Welttoilettentag. Daher möchte ich mich jetzt einmal recht herzlich bei allen Toiletten bedanken. Vielen Dank, dass ihr da Tag ein, Tag aus für uns alles dort erledigt. Ja, vielen Dank, liebe Toiletten. Und vielen Dank, liebe Kanalisation. Lieber Kanal, du bist da sowas von fleißig. Jawohl, und dann wieder das Abwasser, dann wird dann du schießt es dann hin, in die Kläranlagen. Und vielen Dank, liebe Kläranlagen. In Österreich sind wir Kläranlagen-Weltmeister. Wir haben ja so viele Kläranlagen. Und die zaubern da und machen das schmutzige Wasser sauber, dass die Flüsse sauber bleiben. Und dann das Fluss, dass wir alle da zu meinen Konzerten kommen, wissen ja, dass das Wasser dann zum Meer fließt und das Meer bleibt sauber. Und der Planeten und unsere Erde bleibt sauber. Ja, vielen Dank. Und das machen die Toiletten. Und deswegen der Welttoilettentag. Aber da möchte ich auch zur Lage der Nation einige Worte versprechen. Ja, in Österreich, ja, in Deutschland, in Europa, in Amerika und im Weiten und im Nahen Osten, da geht's ja zu, schon wieder überall eine Katastrophe. Aber der Reihe nach, jetzt haben wir da in Österreich ja einen Wickel mit einem Kickel. Ja, trink lieber ein Zwickel. Das ist jetzt, lieber, das darf man nicht machen. Der darf nicht sagen, Hofburg-Mumie, das tut man nicht. Ja, das ist es, die Rache der Hofburg-Mumie. Ja, und es gibt ja, wie habt ihr das gewusst, die Fledermaus hat ja ursprünglich geheißen, die Rache der Fledermaus. Und da gibt es auch so Verwechslungsgeschichten und rundherum, da geht es immer. Und was war an allem schuld bei der Fledermaus? Der Champagner. Und was war beim Wickelzwickel da schuld? Na was denn? Nur das Bier, so Bier zu reden, das ist nicht. Hofburg-Mumie, das sagt man nicht. Das ist nicht gut. Nein, das sagt man nicht. Und was macht man jetzt als nächstes? Ja, habt ihr gewusst, dass Toyota einen CO2-neutralen Motor entwickelt hat? Einen Verbrennermotor, CO2-neutral. Aber da gibt es ja diesen Green Deal und da wird die Wirtschaft komplett zerstört, weil das ist gut, weil dann geht gar nichts mehr. Und die jetzt dann diese CO2-neutralen Energien verlangen, Stromgewinnung verlangen, haben vor 40 Jahren demonstriert in der Heimburger Au. Heimburger Au demonstriert, weil das ist schlecht. Heute, 40 Jahre später, verlangen sie es, weil da sitzen sie ja in der Regierung, CO2-neutrale Stromgewinnung. Da hätten wir so ein großes Wasserkraftwerk hingebaut, dass man ganz Wien mit einem CO2-neutralen schönen grünen Strom versorgen könnte. Aber nein, das wollte man nicht. Und was haben wir da noch? Ja, die Roten bei uns, die streiten sich die untereinander, die machen sie selber fertig. Die Schwarzen sind pragmatische Schmähhammer. Und wann haben wir dann noch? Ah ja, die Pinken wollen unbedingt die Finanzministerium haben. Puh, wenn die das so dann führen, wie die Bildung in Wien, da wird sie sich weiterbilden. Aber ich mache Bildungskonzerte. Habt ihr das gewusst? Bildungskonzerte in Schulen. Ja, ich trete in Schulen auf, mache Bildungskonzerte. Und was haben wir jetzt dann noch? Daher kann ich eigentlich nur sagen, wenn es im Großen nicht funktioniert, der Politik, wie soll es dann im Kleinen funktionieren? Das hat unser Vater immer gesagt. Ja, wie kann es dann im Kleinen funktionieren? Daher würde ich vorschlagen,
Paartherapie, Paartherapie, nicht Paartherapie, Paartherapie. Jawohl, das machen wir. Und jetzt machen wir natürlich wieder noch eines. Habt ihr auch gewusst, dass die Wale, die großen Tiere im Wasser, im Meer, dass die, wenn die pfutzen, Sauerstoff pfutzen. Sauerstoff pfutzen. Da kommt man das ganze CO2 neutralisiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ein paar mehr und das wäre erledigt. Aber das ist wieder was anderes. Und die Grünen sagen immer, der Klimawandel hat der Grundwasserspiegel da gesenkt und das ist schuld. Und jetzt dann der Neusiedlersee hat ja wieder Wasser. Und in Wiener Neustadt ist der Grundwasserspiegel um 5 Meter gestiegen. Ja, wie gibt's denn das? Und für alle Deppen, der Neusiedlersee ist ein Steppensee. Der hat keinen Zufluss, sondern der hat nur ein Grundwasser. Das Grundwasser sinkt, weg, steigt es wieder, ist wieder da. Wie können wir wieder baden? Und damit wir wieder baden gehen, dann mal wieder vergeben jetzt dann die goldene Globrille zum Welttoilettentag. Heute haben wir wieder und die wird diesmal vergeben an eine Geschichte habe ich noch. Es ist, man hat gesagt, früher war immer alles besser. Ja, da hat man, das Leben war nicht so luxuriös, da hat man nicht so viel gehabt, man hat mal gefroren, man hat nicht so viel zum Essen gehabt. Man hat sich gedacht, in die Zukunft wird es besser, aber vielleicht, jetzt haben wir alles, wir haben Gas, wir können essen, wir können einheizen, wir können arbeiten, wir dürfen arbeiten, wir können Sport machen, wir können Kultur machen, wir können viel. Vielleicht sind wir jetzt schon im Paradies. Aber jetzt vergeben wir noch die goldene Globrille. Wer kriegt die? Goldene Globrille kriegt Sut, die Wasserstimme für den Bildungsauftrag. Ja, mit der goldenen Globrille sieht man zwar nicht, aber sie öffnet die Augen.